In Microsoft Windows 10 sind verschiedene universelle Apps standardmäßig installiert. Universelle Apps sind dafür ausgelegt, einen nahtlosen Benutzerkomfort auf verschiedenen Geräten zu schaffen, ohne dass dafür zusätzliche Konfigurationen erforderlich sind. Microsoft Windows 10 vereinfacht das Speichern und Nutzen von Kontaktinformationen mit der integrierten Kontakte-App. Um auf die App zuzugreifen, klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche und geben Sie Kontakte ein. Sie starten die App, indem Sie diese auswählen. Wenn Sie mit einem Microsoft-Konto auf das Gerät zugreifen, werden Ihre Kontaktdetails mit dem Gerät sowie mit allen anderen Geräten von Windows 10 synchronisiert, bei denen Sie sich anmelden. Sie können Kontakte manuell hinzufügen, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Sie können dann den Namen des Kontaktes, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und auch eine Postanschrift eingeben. Wenn Sie auf die Option Sonstige klicken, können Sie Details aus einer Reihe vordefinierter Felder hinzufügen, wie zum Beispiel Website und Notizen. Zudem können Sie ein Bild für Ihre Kontakte hinzufügen. Klicken Sie auf das Symbol Speichern, um fortzufahren. Auf der Hauptseite der Kontakte können Sie unten links auf das Menü Einstellungen zugreifen. Hier können Sie Ihr Microsoft-Konto hinzufügen, um die Kontakte auf verschiedenen Geräten zu synchronisieren. Die Konten, die auf dem Gerät konfiguriert werden können, werden anschließend angezeigt. Wenn Sie sie auswählen, können Sie die Synchronisierungseinstellungen für das Postfach und die Kontoeinstellungen ändern. Zudem können Sie auswählen, wie die Kontakte angezeigt und sortiert werden sollen. Sie können die Kontakte nach Vorname oder Nachname sortieren und entweder als Vorname-Nachname oder umgekehrt anzeigen lassen. Sie können auf Kontaktliste filtern klicken, um weitere Optionen zur Anpassung der Anzeige der Kontakte in der Kontakte-App einzublenden. Sie können Kontakte ausblenden, für die keine Telefonnummer konfiguriert wurde, und festlegen, ob Kontakte von allen Konten, die beim Gerät angemeldet sind, angezeigt werden sollen.